Das mit dem aus dem Fenster springen war. Oh, Scheiße. Halt nur recht. Das war knapp. Ich hasse es recht zu haben. Madres. Was habe ich gesagt? Das geht hier nicht schief, und wir müssen wieder aus dem Fenster springen. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Und senkt weiter. Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Wie? Con Packy ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Wovon zum Teufel redest du da? Der Relic darf nicht isoliert werden. Er braucht eine sichere Umgebung. Naja, irgendwer muss es tun. Dabei geht man, das ist... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Das kann doch nicht schief gehen. Jackie, alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Was konnte der Relic nochmal? Del, wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Na dann, komm. Ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie den Kopf und den. Gehen da runter. Sind Sie leise. Sonderkommando? Ich hab eine Waffe. Durchsuchen das ganze Gebäude. Ich hab nicht wirklich Deckung. Ja, das ist eine schlechte Idee. Wiederhole, Yorinobu Arasaka wurde evakuiert. Was zum Teufel geht ab? Klingt gar nicht gut. Achtung! Im Con Packy Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen. Den ausschalten ist der Ablenkungsmanöver. Kann nur schief gehen. Die Sache stinkt. Komisch. Ein Ausschalter wird doch der andere Alarm schlagen, oder? Schalldämpfer, sehr praktisch. Vorsicht! Draußen wird überall Security sein. Okay. Hier, wo jetzt lang? Der Aufzug, ist das der Aufzug?
Achtung! Zwei Gegner. Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie Anweisungen des Personals. Er hat eine Waffe. Hier lang! Wurden die Sendräume gecheckt? Ja, alles sauber. Nichts Seltsames. Die sind... Ach, Scheiße. Sie haben uns gesehen! Scheiße, Mann. Keine Zeit, aber egal. Wenn wir schon hier sind, das muss ja auch lohnen. Jetzt lass mich durch. Das war die nicht so stealthy Variante. Scheiße, als ob die mich gesehen haben. Müssen wir uns jetzt hier rausballern. Na was. Scheiße, ja! Security ist zum Glück nur halb stark. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Als ob die mich schon wieder gesehen haben. Achievement, ach ist süß. Mehr Waffen.
geht nicht. Was ist mit dem anderen? Na toll. Das waren wohl alle. Hallo! Wohl alle! Wir müssen uns durchschlagen! Steffen, schon haben sie gedacht. Was ist denn? Saburo Arasaka. 150 Jahre. Und heute. Ausgerechnet heute. Ist eine scheiß Komödie, oder? Spar deine Kräfte, Jackie. Wonach sieht das denn aus? Chilvi, wir überleben das. Erzähl das, Buck. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Lass das nicht an mir aus. Kann's nicht ändern. Sind dabei da, ha? Ich dachte, sie wurden nervös. Der Kumpel hier stirbt. Na los, Motherfucker! Tanzen wir! Eckstück! Gleich knallt! Räuchert sie aus! Scheiße, du musst hier im Arsch. Ich hab noch sowas wie Granaten und so. Einheiten am Boden! In der Kampf bin ich auch noch mit mir. Töten oder getötet werden! Roboter. Ich bin sowieso schon völlig am Arsch. Jetzt du mal die Abwehr auf dich. Und den darf ich looten. Schade. Wir wollen doch keinen Aufzug, wir wollen raus. Kommst du? Noch zu warten, ne? Ich hab einen Leck! Getroffen!
Station einsteigen. Die nicht mehr. Schütze. Nicht schlecht. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. Delamain! Bitte bleiben Sie ruhig. Straßenblockade. Ich bitte Sie, Huevos! Platinum Mitgliedschaft. Die feindliche Lufteinheit hat uns im Visier. Überlass das mir. Na toll. Die Lufteinheit. Geht es dir nicht einfach auf? Ich muss mal mehr treffen. Na komm. Einen haben wir schon. Feindliche Lufteinheit eliminiert. Los ist doch noch da. Jackie, du bist weiß wie eine Wand. Hab doch gesagt, wir schaffen es. Oha, Assassinen, jetzt kommen wir. Plus 10 Schaden. Ah, noch kein Level ab. Das ging aber nicht schnell. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Kritisch? Was zum Teufel soll das heißen? Mr. Wells äußere Bauchschlagader ist perforiert. Starke innere Blutungen. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Stück mir nicht weg. Sie wusste es. Die ganze Zeit. Der Biochip. Nimm du ihn. Okay, er ist gar nicht so gut. Wie, du stirbst jetzt. Und bleib am Leben. Oh, verdammte Scheiße. Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Ach, verdammt. Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells' nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack.
Ach du Scheiße, Mann. Ich würde ja sagen, die Rache ist mein, aber naja, es gibt keinen, mit dem ich mich rächen könnte. So, Kacke. Gerade als der Charakter mir sympathisch wurde. Lass mich rein. Er wartet. WNS, N54, selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Scheiße, was glaubst du wohl? Pass lieber auf, was du sagst. Auf dem Rücksitz. Verblutet. Tot. Tut mir leid, das zu hören. Und der Relic? Hab ihn hier. Hatte ich befürchtet. Was? Saburo Arasaka, tot? Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Du hast uns doch in die Scheiße geritten! Was war das für eine Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein scheiß Assistent! Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen! Das waren wir nicht! Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben! Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Parker, Addis, dann verlassen wir die Stadt. Aber zuerst. Dein Gesicht, alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber, na los. Das Bad, nee, ist klar. So, ich hab Dreck. Alles klar. Na, fantastisch. Du bist Country. Weißt du noch unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ich bring dich um! Ruhmreich draufgehen können andere. Nie was. Der Fake Credits. Damals Secret Ending erreicht. Einfach gestorben am Ende.
Was zum Fick? Blauen Relic. Hey. Alles okay? Mir ging's nie besser. So siehst du nicht aus. Was ist denn jetzt los? Du kannst nicht. Hey, hey, cool bleiben. Oha. Ich bin Keanu Reeves. Ich bin Birthtaking. Natürlich total zugedröhnt. Was mit meinem Körper passiert? Hey, heute Nacht verabschiede ich mich von euch allen. Das nicht. Du kannst immer noch zurück. Komm her, Mann. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Mistkerl. Ich werde dich echt vermissen. Bis im nächsten Leben, mein Freund. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaatlerblut in Wallung. Silver Hand? Hey, Scheitern! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf! Und nimm es nicht ab, klar? Na Scheiße, was ist mit meinem Körper passiert? Bin ich jetzt tot? Das war noch Fake Credits. Beziehungsweise war noch Opening. Das war gut. Gut geschafft. Die Häfen brennen. Pacifica ist abgeschnitten. Nichts läuft. Militär auf den Straßen in Watson. Huren Söhne. Was da draußen abläuft. Waren wir das? Ich glaube, das ist definitiv nicht tot. Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Wade richtet, weg vom Tower. Sind die Kollateralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern, Thompson. Schluck die Gewissensbisse runter. Ja. Abgeriegelt so. Ziel in Reichweite. Ja, so. Lass es regnen.
glaube, jetzt haben wir das Mädchen noch irgendwas. Scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Die Explosion erschüttert das Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Nehmt mich ein. Wir müssen rein. Ist Gras grün, fliegen Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy. Mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine Fresse. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Und das sage gerade ich. Da los! Noch mehr! Tut mir nicht mal leid. Versteckt sich! Sehr gut! Weiter so! Shido 2. Wie ist die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los. Der Demolitron. Bombe ist bereit. Saka, Elite im Anmarsch. Los, Johnny. Weg! Schieß die Kabel durch! So schießt die Aufzugsmechanik. Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Ich wusste es, verdammt! Es ging dir nie um Konzernkolonialismus, oder? Sondern um dein verdammtes Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Du hast 4 verfickte Minuten. Der Hubschrauber wartet keine Sekunde länger. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. Gleich am Zugangspunkt. Kabel rein. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier... Netter Eisbrecher. Aus dem Ausland? Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Das ist jetzt Weben, Spinnen, nicht. Spinnenweben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig... Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell.
Na toll. Darf doch noch gegen die Großen kämpfen. Das ist Adam Smasher! Johnny, lauf! Oh, doch nicht. Murphy! Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. Smasher. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. Der nächste Charakter, der stirbt. Wie viele Tote willst du mir noch verkaufen, Spiel? まだ生きています。わかりました。向かいます。Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen. Wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du den guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Hey Opa, dich kenne ich. Atsuse, 直接話をする。Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Naze, kono you na koto. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Hito wa uso tsuki. 自分自身を欺く。だが死者は違う。死者は雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉には、つつましさがある。始めろ。そっくりな。Es was ich verstehe gar nichts mehr. Wer sind wir jetzt und wer ist jetzt tot, wer lebt noch, wer... Verstehe gar nichts mehr. Dieses Spiel ist entweder in diesem Moment komplett genial oder super trash. Jetzt diese Zeit. Wer bist du? Ja.
Okay. Das scheint mein Charakter zu sein. Ah! Detroit bekam so einen Schrottplatz-Sequenz. Und wahrscheinlich hierher geklaut. Obwohl, die Detroit bekommen, dann ist, glaube ich, älter. Spielt nicht mehr eine Rolle. Gab es wahrscheinlich schon mehr von Cyberpunk. Cyberpunk ist ja nicht nur dieses Spiel. Ist ein ganzes Universum. Sie aussieht. Zum Glück. Hör zu, Alter. Ich habe genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Sehr schön. Arasaka-sama, Ochichi-ue no Satsugai-han wo mitsukemashita. Kono onna de machigai arimasen. Hai. 1時間後には着くかと。ああ。バック。ライゼ。ファストスウェンカ。クソ。ひどい匂いだ。 Ich brauche deine Hilfe. Ach, was? Meine Hilfe. So viel zu, das lief schief, also. Gesagt habe, die Mission lief schief. Das habe ich nicht gemeint. Okay, der aus. Ach du Scheiße. Ich muss auf den Kopf ziehen. Scheiße, 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 scheiße. Ich hätte auf den Kopf ziehen müssen. Hey, danke, Scheiße. What the fuck war das? What the fuck ist das, die ganze Scheiße hier?
ganz Unsinn die ganze Zeit. Was habe ich für Schuhe an? Wie, du kippst wieder um! Halt die Augen offen! Fuck! Beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Ripper-Doc, dem du vertraust? Du warst im Compaqui Plaza. Wir müssen zu einem Ripper-Doc. Schnell! Victor. Fliegt uns zusammen. Irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Warum lässt du mich nicht einfach hier? Ich halte dich nur auf. Ruf jetzt an. Okay, schon gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistis Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Der Direct Link ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein. Aber nicht zu tief. Zwischen ihren Lymphknoten unter dem Kopfwendermuskel sollten zusätzliche Neuralboxen sein. Wenn ich versehentlich eine Vene treffe, stirbt sie. In der Tat. Wenn sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe gebrochen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Schnell, bringen wir sie rein. Ich schaffe es nicht! Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Mesti! Warum rettet der Jeep uns? Das ist nämlich einer Blutdruck von den... fällt. Neurogener Schock. Sie stirbt. Schneid durchs Hinterhauptbein. Gibt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie. Ich weiß, was ich tue. Ist denn nicht einer von den Kaiserleuten? Die Typ, den wir bestohlen haben. Wir haben es überlebt. Wie geht es hier? Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Wie fühlst du dich? F-
weiß nicht weg. Es dröhnt in meinen Ohren und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Aber es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Night City sah anders aus. Seltsam. Und ich hab's gehasst. Jeden Menschen, jeden Zentimeter. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, Weh. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Moment. Soll das heißen, da ist ein Terrorist in meinem Kopf? In diesem Augenblick? Ganz genau. Johnny Silverhand. Hatte vor etwa 50 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Die AHQ-Katastrophe. Schon mal gehört? Das war er. Er starb wohl in den Trümmern. Ja, aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. So hast du mich noch nie angeguckt, Vic. Was ist los? Diese ganze Story ist irgendwie... Du hast nicht mehr lang, Kleiner. Was sagst du? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper. Na, fantastisch. Bis du irgendwann verschwindest. Wie, es ist wichtig, dass du das verstehst. Du kriegst mich wieder hin, oder? Weg! Ich wünschte, ich könnte. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Du bist der Beste der Besten, Weg! Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Lass nichts aus. Kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip war... ist ein Konstrukt, eine Psyche. Die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter DeShawn. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber, du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. DeShawn. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Menschen stehen nicht von den Toten auf, als sei nichts passiert. Früher nicht. Heute tun sie das, wenn sie geheime Konzerntech tragen, die dazu programmiert ist, sie wiederzubeleben. Was ist mit mir? Meiner Psyche? Ich komme zurück aus dem Jenseits und dann... soll ich so tun, als ob diese Veränderungen normal sind? Frag die Techniker von Arasaka. Aber deine Psyche wird ausgelöscht werden. Unter Schmerzen. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Den Chip rausnehmen.
wo es so weit ist. Und wenn wir den Chip rausnehmen? Oder deaktivieren? Beides außer Frage. Du würdest sterben. Und zwar sofort. Scheiße, ich erinnere mich an diesen Werbespot. Wie ging der dumme Slogan noch? Irgendwas mit Seele. Sichere deine Seele. Genau. Damit soll man mit Konstrukten kommunizieren können. Ja, aber das hier scheint ein Prototyp zu sein. Irgendwie hat er es aus dem Arasaka-Labor geschafft. Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... Was für Flut soll ich dann machen? Sag's mir! Bitte! Vic! Ich weiß es nicht, Kleine. Misty? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, Vic. Bringen wir dich nach Hause. Tja. Und dann starb er. Und ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen. Im Schlaf. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes. Das Unvermeidlichen. Stück für Stück ausradiert. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Oder wir finden Heim. Ich meine, ich könnte schon tot sein. Oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vi. Verdräng es. Hier. Ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudo-Endotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess, setzt den Dämon also praktisch frei. Eine Pille, die diesen Hurensohn wachrüttelt, damit er mich gleich umbringen kann? Hör zu. Für eine Weile wird es dir gut gehen. Aber schon bald könnte dein Leben purer Schmerz sein. Ich gebe dir nur eine Wahl, Schätzchen. Das Gehirn lässt sich überlisten. Schmerztabletten sollten reichen. Deine Psyche wird sterben, wie? Du wirst dein eigenes Ich dahinschmelzen sehen. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr. Es wird beängstigend. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Wofür brauche ich Pillen, verdammt? Warum lasse ich mir nicht gleich das Gehirn mit einer Knarre raus? Weil du dein zwei Seelen töten würdest. Willst du das? Ich muss mich hinlegen. Hier, ich habe noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Das war ja eine fantastische Mission. Hast du nicht gehört? Mein Zustand ist unheilbar. Was soll mir das denn bringen? Sei nicht albern. Solange du lebst, gibt es Hoffnung. Lass dir von niemandem was anderes einreden. Glaubst du wirklich, dass ich das überleben kann? Natürlich. Schließlich bist du schon einmal gestorben und zurückgekommen, oder nicht? Hm. Misty, warte. Weißt du, Jackie? Ja? Es tut mir so verdammt leid, dass Jackie tot ist. Jackie war was Besonderes. Spirituell erfüllt. Er hat viel mit seiner Liebe berührt. Keine Sorge. Er wird immer bei uns sein. Und du kommst sicher klar? Das werde ich. Das Leben ist wunderschön mächtig.
So viel mächtiger als der Tod. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte, schlaf. Das war ja ein harter Tag. Ich muss hier raus, verstanden? Und ich töte jeden, der mich aufhalten will, dich eingeschlossen. Na super. Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Hab keine. Dann geh und kauf welche. Ich brauche nur eine. Eine letzte. Was zum Teufel, Mann? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Oh, verpiss dich endlich! Wieder pinnen gehen können wir nicht. Für wen arbeitest du? Mach's Maul auf! Fuck! Sympathisch. Fuck! Ich reiß ihn selbst raus. Nein, warte! Ich werde die Kontrolle haben. Ich finde einen Weg. Hörst du? Immer wiedersehen, Arschloch. Aber nicht so. Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab. Na los! Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren. Ich bin wie Schimmel. Rost, zerfresse dich. Was ist denn das für Scheiße? Kann nichts dagegen tun. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen, ganz sicher. Ich bring dich um! Mach! Worauf wartest du? Jo. Das ist nur dazu im Leben. Aha, wir haben einen neuen Slot.
Was haben wir hier bei Fahrzeug? Pruni-Hut. Ich level mal hier weiter. Eine 5% erlittener Schaden, wenn alle Zeitungswerts-Slots gepflegt sind. Aha. Ich bin hier Gesundheitsfreak. Und ich level hier auf Konstitution. Kleiner Schrank. Finde ich die immer noch besser. Und wohl zu dem Outfit. Ja, ich meine, passt zum Charakter. Und noch andere Outfits, die wir noch nicht genommen haben. Gar keinen Fall. Dann will ich die Kippe wieder los. Zuschauer. Oh, Feier. Noch ein weißes Hemd. Und eine Hose. Mal in die Waffenkammer. Finde was zu essen. Dann mal schlafen gehen. Oh, das Lager. Kann ich mal was ausrüsten. Leuchtende Punkjacke. Bessere Schicht. Ja, da ging es Sumpf wieder. Okay.
Können wir das mit ohne Schaden mitnehmen? Aufs Tempo. Hilfsschaden. 24 Schaden, das ist doch schon 6 hier. 8 Schaden. Weg. Kunku hat 24. Das wird man auf jeden Fall ausrüsten. Schaden. Und 25 Schaden. Schlagwaffe. Schalldämpfer. Wo geht's raus? Okay. Schaden, 8,3 Schaden, 11 Schaden. Das wird man auf jeden Fall ausrüsten. Power Maschinenpistole. Ich nehme erstmal die Waffen und das Maschinengewehr vielleicht auch mal besser. 15 Schaden. Jetzt hat es zwar weniger Schaden, aber hier haben wir unsere Quests parat. Playing for time. Check den E-Mails, nimm Munition. Das ist das Apartment. Neutralisiere Cyber-Psychos. 6000 immerhin. Okay. 21.000 müssen wir noch sammeln.
Ich glaube, es ist bestimmt die letzte, von der du Geschenke erwarten würdest. Die ist nicht der Typ Mensch, der durch die halbe Stadt rennt und dir lustige Kaffeebecher und T-Shirts mit deinen Lieblings-Comic-Heads kaufen, aber Netrunner-Programm für dich, für deinen Job, scheiße. Muss ich echt mögen. Können wir das doch erstmal machen. Was haben wir denn erstmal hier? Überfällige Miete. Nee, das ist das geringste Problem. Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Tom Steiner, ich warte. Ah, ja. NCPD, Aufmachung von Mega Gebäude HC. Okay. Nicht ohne verfickten Durchsuchungsbefehl. Dann machen wir halt mit Hauptquest weiter. Ach, nur 100 Meter hier. Können wir zu Fuß hinlatschen. Bitte. Du siehst besser aus. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Geht's um den Biochip? Sind wir deshalb hier? Hab gehört, dass er irreparabel beschädigt wurde. Jeder Versuch, ihn zu entfernen, wäre tödlich für dich. Vic plaudert wohl gerne. Du solltest dankbar sein für das, was er für dich getan hat. Warum hast du mir überhaupt geholfen? Ich brauchte dich lebend. Das tue ich immer noch. Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorino Barasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit ihr reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden.
Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Warum glaubst du, sie ist nicht mehr hier? Ich habe nach ihr gesucht. Erfolglos. Vermutlich hat sie ihre Spuren verwischt. Parker sollte dir also helfen, den Relic zu entfernen. Arbeitet sie für einen Konzern? Keine Ahnung. Evelyn wusste viel über den Relic. Darunter massig vertrauliche Informationen. Sie war schwer zu durchschauen, hatte aber diese Durchtriebenheit von Konzernagenten. Du weißt schon. Würdest du mich auch als durchtrieben bezeichnen? Hey, du wurdest rausgeschmissen zu den anderen Außenseitern. Schon vergessen? Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Ich sollte dann los. Warte, ich brauche dich. Yorinobu Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit in Night City? Ich will Rache. Weitaus realistischer hier. Ich habe Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben einer Söldnerin? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. Was, wenn ich Nein sage? Dann nenne ich dir die Belohnungen dafür, dass du Ja sagst. Also was? Wir spazieren einfach in Sarasaka Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen. An einem neutralen Ort. Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lügendetektor? Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst. Hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Du meinst Leute wie Anders Hellmann. Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten und ist entkommen. Bin ich noch, wenn es eine Schachfigur ist? Okay, wo guckt denn jetzt hin? Ist da was zu sehen? Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze. Niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura. Wenigstens einer von euch weiß, was gut für euch ist. Tom ist in Ordnung. Er nimmt einfach kein Blatt vor den Mund. Das ist alles. Er erinnert mich an meinen Vater. Der hat auch sein Leben lang in einer Küche gearbeitet. Das Letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung. Ein dummer Reflex. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken. Aber ich melde mich. Ich brauche Zeit zum Planen, Organisieren. Wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Experten helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen.
Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch? Wie vom Erdboden verschluckt. Da war aber jemand fleißig die letzten Tage. Solange es da draußen Informationen gibt und ich mich auf alles vorbereiten muss, werde ich nicht still sitzen. Ist ja auch dein Job. Das war mein Job. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Weil sie dich für einen Konzerner hielt? Nein. Sie hielt mich für Saburosans Mörder. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex, schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Ich kann nicht länger hierbleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind zuzuhören, rufe ich dich an. Mhm. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Ich glaube, wir sollten das Ding so schnell wie möglich. Packung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch! Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht. Ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken, Erinnerung, Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich habe deine Erinnerungen gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Es gibt kein Uns. Natu. Da muss ja was drin geritten. Zoom. Busy spawn.